Da ist die Stadt schon. Schade, dass hier der Patch noch keine Abhilfe geschaffen hat. Ach, übrigens, was ich noch klarstellen oder richtigstellen wollte, ist, dass in Might of Magic 6 habe ich gesagt, dass es da keinen rundenbasierenden Kampf gibt. Den gibt's aber, hat mich jemand freundlich darauf hingewiesen. Und zwar, wenn man die Return-Taste drückt, ich habe es ausprobiert, einwandfrei. Schade, dass dieses beigelegte Spiel hier auf Englisch ist, sonst ich hätte sofort gespielt. Und wir hätten richtig Spaß dabei gehabt. Glaubt's mir. Das ist so ähnlich wie hier natürlich, die Grafik kann man vergessen, aber nichtsdestotrotz. Na, Abenteurergruppe, schau dir wieder mal vorbei. Oh ja. Ah, du hast was Neues. Du hast Äxte, die zwar absolute Morgs sind in der Verarbeitung, ich nehme aber trotzdem mal einen mit. Und zwar denjenigen hier, den jo. Gut. Was ist denn das hier? Eine Halskette. Eine Halskette. Die verkaufe ich, ne? Weil die ist ja... ist ja völlig nutzlos. Und das müssen wir ja erstmal identifizieren. Mal schauen. Okay. Ja, dann. Ich sag dazu nichts. Ich sag einfach mal dazu nichts. Reg mich auch nicht weiter auf. So, du bekommst eine neue Axt, mein Freund, der noch Schaden, Erdschaden macht. So, der hier einen Widerstand gegen alle Magieschulen, die gegen Lichtmagie, alles klar. So, dich müssen wir identifizieren. Dich können wir anwenden. Ups, wie bin ich jetzt hier reingekommen? Dann... gehen wir mal zu unserer Johara. Die will uns bestimmt weitere Tränke verkaufen. Ja, ich muss jetzt trotzdem nochmal hier. Tut mir leid. Müsste durch. Hier, Abenteurer-Typen. Wollt ihr einen neuen Witz hören? Passt auf. Was sagt die Holzwurmmutter abends zu ihrem Kinder? Noch Holz im Schuppen? Puh, keine Ahnung. Ab ins Brettchen! Brettchen! Nee, nicht Bettchen! Brettchen! ins Brettchen. Schön. Ein Traum. Johara, ich brauche von dir Waren. Oh, sie ist wieder bestückt mit Waren. Die übrigens, ich habe gedacht, die kosten jetzt mehr, aber interessiert gar nicht. Ich werde mal rollenspieltechnisch nichts kaufen. Ich werde nichts kaufen. Ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber ich werde nichts kaufen. Nein! Jetzt habe ich rechts geklickt. Ich wollte eigentlich nur schauen. Ich habe gedacht, mit Rechtsklick kann man... Ah! Wollte ich nicht.
Was habe ich denn gekauft? Ich habe völlig im Müll gekauft. Ja, das war das. So, Ringer. Ein Widerstand gegen Dunkelmagie konnten wir kaufen und einen gegen Lichtmagie. Komm, wir haben es doch. Wir haben es doch, ne? Komm, kauf mal. Na los. Wir haben schon einen Fehlkauf gemacht. Was ist denn das hier noch? Auch los. Wir haben doch Geld ohne Ende. Was haben wir noch? Oh, nee, jetzt haben wir... Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen übernommen. So. Lebt wohl, Johara. Lebt wohl. Weiter. So, zum Rüstungshändler. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Dann bekommst... wer bekommt denn dann? Bekommt... Widerstand gegen Lichtmagie. Was ist da sowas? Woher soll ich denn wissen gegen... Du bekommst was gegen Dunkelmagie. So, dann seid ihr alle jetzt zufrieden. Wir haben jetzt auch... Ach so, denn die Waffe... Ach, ich Dummkopf, die hätte ich noch weg. Die hätte ich noch wechseln können. Naja, egal. Jetzt können wir aber getrost... Können wir wieder in die Wildnis. Oder wollten wir noch irgendwo hin? Wie viel haben wir an... 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Nee. Nö, da sind wir mal geizig, weil wir haben... Ich habe ganz schön eingekauft. Ich habe hier ganz schön eingekauft. So, also. Das musstet ihr jetzt alles mitmachen und wir sprinten praktisch zurück in die Wildnis, zurück zur Halbinsel Agyn. Dem ersten Akt von Might of Magic 10 Legacy. Erscheinungstermin irgendwann im Frühjahr 2014. Und eine gewisse Person namens Gedwin Mott freut sich richtig derbe drauf. So. Mich interessiert ja da hinten noch bei diesen... was wollte ich sagen? Bin ich hier richtig? Glaub nicht. Hier muss ich doch irgendwie rein. Also. Völlig verlaufen. Halt. Falsche Seite. So, hier müssen wir rein. Tja, das ist aber schön bei dieser Map. Kann man sich schwer verlaufen. Und man kann sich schon verlaufen. Ihr habt es ja gesehen. So, jetzt vorsichtig. Der Baum, der sieht irgendwie merkwürdig aus. Seht ihr irgendwo was? Ach da. Jetzt sehe ich dich auch. Dann warten wir mal auf dich, ne? So, dann. Bist du gefährlicher als alle anderen? Ich denke eher nicht. Nö. Das sieht gut aus. Das schaffe ich. Ohne mit der Wimper zu zucken. So, und ich glaube dann Brutalo wird sein. Ah,
Ja. I kill you. Hm. Da bin ich jetzt auch gar nicht mehr ängstlich. Oh, jetzt haben wir aber noch einen. Ah, das war... Es sollte doch die Rückzugstaktik, oder? Vielleicht... Vielleicht sind die auch noch gar nicht aufmerksam geworden. So, los geht's. Tja, dann. Achtung. Und hallo, hau zu. Und hinter mir kommen wahrscheinlich dann die Banditen schon. Angetappelt. Sag mal, kann ich... Kann ich mich bewegen? Warte. Dann gehen wir mal kurz zurück. Ne, wir können nicht zurück. Wir können nicht zurück. Warum denn? Und? Jetzt können wir zurück. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Doch. Dann! Halte ich dich mal fest mit meinem Elfen. Ach nee, ich halte den anderen fest. Egal. Hau ihm noch schnell eine über die Rübe. Der dreht sich einmal im Kreis. Nein, zweimal. Zweimal im Kreis. Und so, weiter macht er eigentlich nichts. Ah. Ich dachte, der ist noch weiter weg. Und dreht sich nochmal im Kreis. Ein kleiner Tänzer. Kleiner Tänzer. Oh nein. Das ist ein kleiner Tänzer. Piece of Junk. Ihr werdet es kaum glauben. Was passiert ist. Ihr werdet es im Grunde kaum glauben. Ihr werdet es überhaupt nicht glauben. Ihr könnt es nicht glauben. Denn normalerweise kann das gar nicht sein. Ja, die ist sogar zweimal beschädigt worden. So, nur gut, dass wir Ersatz dabei haben. Wie lange wird der Ersatz aushalten? Was schätzt ihr? Wird es noch diese Folge passieren oder erst nächste? Wer weiß das schon? Gehen wir erst hier entlang? Gehen wir erst mal hier entlang. Sind schon wieder im Kampf. Wenn vielleicht erst mal schauen sollen, wo? Wo bist du? Ich sehe nichts. Ach, dahin. So, dann. Kommt her! Dreht euch im Kreis. So, ach so, ich kann schon wieder. Ach, jetzt hat er doch den genommen. Wie der schießt. Wo schießt denn der hin? Und im Kreise drehen. Was du kannst, kann ich schon lange. So. Ich hoffe,
So, ja. Wir müssen jetzt sowieso schlafen. Wir haben ja auch keinen Mana mehr, ne? Nimm ich hin. Ah, Brutano. Sei doch nicht so. Sei doch nicht... Oh, abgewehrt. Das ist auch so. Wo ist denn unser Bogenschütze hin? Denn den würde ich gerne noch mitnehmen. Ah, da. Wolltest du mich umrunden oder was hattest du vor? Hm? Was genau hattest du eigentlich vor? So, Achtung. Hm? Und, kannst du das auch? Naja. Da kann unser Schild Wunder wirken, ne? Just great. Now they're shooting at us. Aber das macht ihr schon. Oh! Ich Idiot bin natürlich nach hinten. Hm, Idiota. Na gut. Na gut. Den krieg ich. Just great. Now they're shooting at us. Ist nicht so schön. Soll ich gleich eins vor? Nicht wieder, nicht wieder. Take cover. Ich geh mal eins vor. Wieder auf meine... Ihr seid böse. Will ich euch mal sagen. Böse. Ah, verfehlt. Ah, kannst du nochmal? Ah, ich bin zu geizig. Ich bin viel zu geizig. Ja. 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 Gut. Jetzt, Brutano. Deine Show. Dein Zug. Was denn jetzt? Hm. Jetzt wird's langsam nicht mehr schön. Wird es langsam nicht mehr schön. Wahrscheinlich müsste ich dann doch noch einen Mana dran nehmen. Ah, noch geht's. Noch bekommen wir's hin. Was ist denn jetzt überhaupt, was da so Grünes in der Aufstellung? Hat es irgendeine Bewandtnis? Oh ja. Oh ja. Da, was soll... Ist das noch irgendein Schaden? Das ist der Schaden noch, ne? Erdschaden. Gut. Dann rasten wir mal. Wir haben ja jetzt lange genug ausgehalten. Und weiter geht's. Junge, Junge, hier wimmelt's ja. Nur so vom Banditen. Und? Kommt ihr jetzt her oder nicht? Oder wollt ihr nicht? Oder? So, los geht's. Einen von euch halt mal auf Distanz. Dann brauchen wir es nur mit einem erstmal aufzunehmen. Och, dich halt mal auch noch auf Distanz. Obwohl es vielleicht manchmal gut ist, dem Elfen seine Regeneration zu lassen. Könnte manchmal von Vorteil sein. Ha! Piece of junk!
Caldwell! Ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. And stay down! No! It broke? Ött. Wir sparen mal noch ein bisschen. Dann können wir vielleicht noch einen Kampf machen und dann alles draufhauen. Wenn es denn klappt, ja? Sieht gut aus. Ach so, die kann ja nicht mehr draufhauen. Das ist ja das Blöde. Vor allen Dingen, wir haben schon die Ersatzwaffe. Wir haben die Ersatzwaffe schon! Caldwell! Wenn ich dich in die Finger bekomme! Supi! Ach so, ich wollte noch Ausrüstung bestimmen lassen. Bei unserer Johara. Ja, dann, aber diesmal nehme ich euch wirklich nicht mit in die Stadt. Mache ich offscreen. Bis gleich. Ich muss hier mir das merken, ne? Also es ist so irgendwie, da hinten geht's weiter. Vielleicht merke ich es mir, vielleicht auch nicht.